der sagt, klick doch einfach da und dann geht's. So einfach geht das. Ich glaube, es ist, ich glaube, wir sind soweit. Seid ihr soweit? Ja? Sehr gut. Dann darf ich alle, die dabei sind, sehr, sehr herzlich begrüßen bei unserer ersten, eigentlich bei unserer einen halben, nennen wir es mal so, Livestream-Lesung auf der Seeseiten-Facebook-Seite. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Noch nie waren alle miteinander so allein und doch im ersten Lockdown im März hat sich eine kleine Gemeinschaft von Schülerinnen und Lehrerinnen zusammengetan, um unter stärksten Druck einen facettenreichen Diamanten zu pressen. Es sind 114 Berichte aus dem Hausarrest versammelt, in dem Band Lockdown, 114 Texte von Schülerinnen und Schülern des BHAG 22, der Business Academy Donaustadt, herausgebracht von Ernst Schmiederer in der Edition Import-Export in der Reihe Geschichten der Gegenwart. Selten hat es ein Medium so geschafft, so prägnant und so konzentriert, so viele verschiedene höchstpersönliche Einblicke zu versammeln, ohne Instagram-Filter. Der einzige Filter, der über den Texten liegt, das sind die eigenen Gedanken und das Lektorat. Und teilweise sind die Texte anonymisiert, aber immer eng am Menschen. Und dieses Buch erzählt vor allem von einem, nämlich niemand ist allein. Wir stecken da alle gemeinsam drin, wir müssen alle aufeinander aufpassen. Es ist eine große Freude, dass heute Jesse, Marcel, Valentina und Ernst hier im Livestream dabei sind und ihr erstes gemeinsames Buch präsentieren. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. In dem Moment würde ich jetzt eigentlich sagen, zum Publikum, ihr müsst lauter klatschen. Ich kann euch nicht hören, aber ihr dürft jetzt zu Hause gern mal klatschen. Wir stellen uns das einfach vor. Schön, dass ihr da seid. Marcel, du hast im Juni maturiert. Hast du dir das mit dem Buch so vorgestellt, also mit Präsentation und Lesung, hast du, wie du angefangen hast zu schreiben, tatsächlich gedacht, dass das funktioniert und dass das mal so ein Produkt wird, so ein richtiges? Nein, also ich habe das eher wie so einen. Es war für mich kein Arbeitsauftrag, weil es persönlicher war. Also da stecken meine persönlichen Gedanken drinnen. Und das habe ich bei Schularbeitsaufträgen nicht. Ich schreibe generell gerne, aber ich habe es nicht damit gerechnet, ein eigenes Buch in der Hand zu halten, wo auch wirklich meine Geschichte drinsteht, im Gefühl, dass das eigentlich das ziemlich lässig ist. Ist ein schönes Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Das kann man nicht leugnen. muss man auch gar nicht, im Gegenteil. Das muss man laut sagen. Jesse, wie hat das bei dir angefangen? War das eine Aufgabe oder eine freiwillige Sache? Wie war das bei dir mit dem Schreiben anfangen? Also ich kannte Ernst Schmiederer ja schon und die Bücher. Und ich wusste von Anfang an, dass das was Gutes wird. Und wir haben es halt als Aufgabe zwar bekommen, aber für mich war es auch keine Aufgabe, weil ich schreibe wahnsinnig gerne Geschichten. Und für mich war das eher so eine Ehre, dass ich das nochmal machen darf. Und ich habe sofort gewusst, was ich schreiben werde. Und habe dann einfach meine Gedanken auf Papier gebracht und habe es auch wieder voller Stolz abgegeben und bin jetzt auch stolz, dass ich wieder hier vorlesen darf. Wir sind auch froh, dass du dabei bist. Wart ihr eingebunden in die Auswahl, Jesse? Wie meinen Sie jetzt? In die Textauswahl? Oder hat das die Petra gemacht oder hat das der Ernst gemacht? Wie war das mit der Auswahl? Welche Texte in das Buch kommen? So, darüber wissen wir gar nichts. Wir haben einfach Texte geschrieben Okay. und haben gesagt, manche Texte werden dann halt reinkommen. Und ja, aber wir haben da nicht irgendwie mitgestimmt oder so. Ernst, was war da dein Part eigentlich? Was hast du da gemacht? Ich habe ganz am Anfang in einem Telefonat mit der Petra Bogmann, mit der Lehrerin, gesagt, wie wäre es denn eigentlich, wenn ihr wieder schreibt? Wir haben früher schon viele gemeinsame Schreibprojekte gemacht, da sind auch andere Bücher daraus entstanden. Und ich habe das so beiläufig hingesagt und mir nicht viel gedacht dabei. Und die Petra hat, Und nach ein paar Tagen hat sie gesagt, sie hat ein paar Kolleginnen gefragt und die sind auch dafür. Und irgendwann, ich glaube Ende April, Anfang Mai oder so, hat sie plötzlich gesagt, wir sind fertig. Kannst du uns vor Schulschluss noch ein Buch draus machen? So ist es entstanden. Das sind die schönsten Projekte. Und ist es vor Schulschluss fertig geworden? Es ist in der letzten Schulwoche aus der Druckerei gekommen und ich glaube, ihr habt alle noch ein Exemplar bekommen, oder? Ja.
Rechtzeitig. Ja. Vor den Ferien, ja. Sehr gut. Valentina, wie ist es dir gegangen mit dem Anfang? Also mit dem, hast du gewusst, was du schreiben wirst, oder war das für dich eine schwierige Sache, draufzukommen, was du zu Papier bringen wirst? Ja, also für mich war es schwierig am Anfang. Ich habe so viele Texte geschrieben und dann wieder gelöscht. Und dann, ich weiß eigentlich nicht, wie dieses Text entstanden ist. Einfach, ich habe dann entschieden, so einfach alle meine Gedanken, die ich im Kopf habe, hinzuschreiben. Und dann ist es passiert. Bist du zufrieden? Ja, eigentlich schon. Also jetzt finde ich, ich könnte das Beste machen, aber ich mag meinen Texten, ich bin auch zufrieden Das heißt, also du kannst ja noch andere Sachen schreiben. Also es ist ja nicht so, dass das dass du jetzt nicht mehr schreiben kannst. Hast du auch andere Texte gelesen? Also hast du dann auch quasi Texte von anderen Schülern gelesen? Ja. Ja? Und wie war das? Also Ja, ich habe Texte von meinen besten Freundinnen und so. habt ihr dann drüber geredet? Nicht wirklich, also privat wie es schon, aber in der Schule nicht eigentlich. Also so privat quasi über die Texte, die ihr gelesen habt, habt ihr schon schon gesprochen. Untereinander. Ja. Ja. Ich glaube, es ist jetzt Zeit für den ersten Text. Marcel, wenn ich dich bitten darf, magst du den Anfang machen? Ja, gerne. Ja, hört man mich eh? Sehr gut. Okay, passt. Mein Text geht von der Seite 28 bis zur Seite 30, trägt den wunderbaren Titel Corona, nicht nur Bier. Corona. Eigentlich verband ich mit diesem Namen ein mit einer Limettenspalte zu genießendes, mittelträchtiges Bier aus Mexiko. Jetzt steht dieser Name für einen Virus, der das Leben so ziemlich aller Erdbewohner drastisch verändern sollte. Alles fing Anfang dieses Jahres mit der Meldung an. In China sei ein neuartiger Virus ausgebrochen und ein Siedlungsgebiet von über 15 Millionen Einwohnern sei unter Quarantäne gestellt worden. Doch wie geht man als gelernter österreichischer Jugendlicher mit so einer Horrormeldung um? So wie mit allen anderen größeren Krankheitsfällen der jüngeren Vergangenheit auch. Geht mich ja nichts an, was die da drüben für einen Schlamassel beieinander haben. Das wird schon nicht zu uns kommen. Das war auch Ah ja, Marcel, wir hören dich nicht mehr. Da passt was mit der Internetverbindung nicht. Das ist schon. sondern bittere Realität. Da ist. Du was? Aha, jetzt geht's wieder. Ich glaube, du kannst wieder weiterlesen. Als Bildungsminister als Vorbild dieser Maßnahmen die Schließung der Schulen verkündete, stellte sich ein Gefühl der Verwunderung ein. Was sollte aus meiner Matura werden? Über 10 Jahre habe ich auf dieses Diplom hingearbeitet. Und das soll jetzt wegen fledermausessenden Chinesen auf Eis gelegt sein? Die Informationen waren rar gesät. Wahrscheinlich lag das in der Dringlichkeit, in der dieser Beschluss gefasst wurde. Die einzige nähere Information, die wir Schüler erhalten hatten, war, dass der Unterricht elektronisch weiterlaufen sollte und jegliche Schularbeiten vorerst abgesagt wurden. Leben wir hier in Österreich, einem Land, das seit über einem Jahrzehnt keine vernünftige IT-Struktur in seinen Schulen bereitstellen kann. Einem Land ohne weitreichenden Glasfaseranschluss. Aus früheren Erfahrungen mit ausgiebigen Portfolios und Arbeitsaufträgen entstand das Gefühl, ich würde die nächste Zeit Wege stundenlang vor dem PC sitzen, da wir jetzt eh daheim sind und nichts Besseres zu tun hätten. Alle Freizeiteinrichtungen sind geschlossen. Man wurde bestraft, weil man sich mit zu vielen Leuten traf.
Doch blieb ihr nichts anderes als die gezwungene Selbstisolation über. Am Stadtrand von Wien ist es wenigstens ein bisschen leichter, den Babyelefanten sicher als Abstand einzuhalten, ein bisschen die vermisste Freiheit in der Natur für sich zu haben. Besonders schwer fällt es mir bis heute, nicht wie gewohnt jeden Sonntag die Großmutter zum Mittagessen zu besuchen und auch nicht die Bekannten frei treffen zu können, am Abend auch mal auszugehen und manchmal Jugendlichen leichtsinnig über die Stränge zu schlagen. Das alles sind Szenarien vergangener präapokalyptischer Tage. Die schulischen Aufgaben hingegen waren besser zu bewältigen als gedacht. Auch wenn sich die wöchentlichen Videokonferenzen mit den Lehrern teilweise als echte Herausforderungen herausstellten, und diese stets bemüht, den Schülern ein Gefühl der Normalität zu vermitteln. Nur mir ist jetzt klar, ein Computerbildschirm kann niemals die persönliche Interaktion von Angesicht zu Angesicht ersetzen. Nach einiger Zeit sickerten zwischen den täglichen Pressekonferenzen der einzelnen Minister auch mal Informationen über das weitere Vorgehen mit den Maturanten durch. Die Erleichterung war groß, als das Ministerium die Gewissheit kam, dass vor der schriftlichen Reifeprüfung doch nochmal ein gezielter Vorbereitungsunterricht stattfinden solle. Aber die zuständigen Behörden waren anscheinend genauso überrumpelt wie der Schüler. Fast jeden Tag wurden neue Regeln erlassen, dann wurden sie doch wieder verändert. Danach kamen die Streitungen der mündlichen Matura und der Beschluss, dass die Zeugnisnote in die endgültige Beurteilung einfließen würde. Vielleicht hat die Geschichte also doch ein Happy End. Noch nie war es so leicht, endlich diesen Abschluss in der Hand zu halten. Die Hoffnung ist zurzeit mein oberstes Gebot. Die Hoffnung auf baldige Normalisierung. Die Hoffnung auf einen Startschuss für mehr Fairness. Um den Erfolg von über 10 Jahren harter Arbeit nicht nur von einer einzigen Prüfung abhängig zu machen. Danke sehr. Das war, meine Damen und Herren, das war der erste Text von Marcel. Corona nicht nur ein Bier, findet ihn auf der Seite 28. Vielen lieben Dank. Du hast die Matura geschafft. Der zweite Lockdown Light ist jetzt da. Was machst du jetzt, Marcel? Was tust du jetzt gerade? Also ich hatte heute gerade ein Vorstellungsgespräch, was in der Zeit nicht selbstverständlich ist, muss man dazu sagen. Und das war Gott sei Dank erfolgreich. Das heißt, ich fange am Montag mit der Arbeit an. Aber die letzten Monate habe ich eigentlich viel daheim verbracht und mit der Familie, weil eigentlich die Freizeiteinrichtungen, wie schon gesagt, und auch vor allem die Abendlokale geschlossen waren und man da nicht so viel machen konnte, außer eben viel in der Natur zu sein. Für mich war das dann auch sehr entspannend. Jessie, was ist im zweiten Lockdown anders für dich? Also ich war damals ja auch in meinem Abschlussjahr, nicht Matura, sondern Abschlussprüfung hatte ich. Und für mich war es auch stressig, weil es war nicht klar, wie die Prüfungen überhaupt jetzt abgehalten werden. Und der Stress ist jetzt bei mir halt einfach weg. Dafür sind jetzt viele, also ich bin jetzt im Aufbaulehrgang und jetzt kommen halt viele neue Fächer dazu, neuer Stoff. Und jetzt ist der Stress halt da, dass ich mitkommen muss und vieles wiederholen muss auch, weil es halt schon ein bisschen länger her ist. Und ja, also der Abschlussprüfungsstress ist Gott sei Dank weg und jetzt versuche ich einfach nur durchzukommen. Was hat sich für dich im zweiten Lockdown geändert, Valentina? Also ich finde, jetzt bin ich viel organisierter zu Hause und ich teile mir die Zeit gut ein. Also ich mache schon viel für die Schule, aber ich finde auch Zeit für mich, damit ich mich ein bisschen entspannen kann. Ja. Haben sich deine Perspektiven verändert, Jessie? Haben sich deine Zukunftspläne seit dem ersten Lockdown verändert? Also berufsmäßig jetzt nicht wirklich, aber ich habe mir eben auch vorgenommen, dass ich viel organisierter werde und auch mehr zu schätzen weiß, was für, wie soll ich sagen, was wir eigentlich für Möglichkeiten haben, wenn, also bevor der Lockdown gekommen ist, was wir eigentlich für
Möglichkeiten haben, das Leben zu genießen. Und das habe ich viel zu wenig wertgeschätzt und das will ich in Zukunft viel mehr machen. Was, jetzt, Ernst, was hat dich eigentlich am Lockdown, am ersten und auch am zweiten, was hat dich am meisten genervt oder gestört? Was hat dich am meisten, ja, was hat dich am meisten gestört? Am meisten gestört hat mich, dass unser Tun nicht mehr möglich ist. Wir können diese Schreibworkshops nicht mehr weitermachen. Das ist immer mit viel Planungsvorlauf verbunden. Das wurde alles abgesagt, was wir im Frühjahr geplant hatten. Und jetzt stirbt schon wieder alles, was geplant war. Das nervt am meisten. Das hat auch unmittelbar Auswirkungen. Die Mitarbeiter, mit denen ich dieses Projekt mache, sind nicht mehr bei mir, weil wir uns das nicht mehr leisten können. Also es ist bitter für unser Projekt im Moment. Und das Schreiben online ist nett, aber das funktioniert eben anders als in einem Schreibworkshop in der Klasse oder in einer Gruppe. Und das fehlt eigentlich am meisten im Moment. Das heißt aber, es würde helfen, wenn jetzt ganz, ganz viele Leute in die nächste Buchhandlung laufen oder bei der nächsten Buchhandlung anrufen und dieses Buch hier kaufen. Ja, das wird schon mal sehr viel helfen. Das ist jetzt nochmal ein Zwischeneinwurf. Also dieses Buch kann man in jeder Buchhandlung kaufen. Das ist problemlos erhältlich. Es heißt Lockdown, und ist in der Edition Import-Export erschienen. Und ich finde, das sollte eigentlich jeder zu Hause haben. Also das ist jetzt ein erster Zwischenruf. Dieses Buch hier, das könnt ihr kaufen. Marcel, hat es eigentlich auch was am Lockdown gegeben? Das ist ein bisschen eine blöde Frage, glaube ich. Aber ich will sie trotzdem fragen, hat es was gegeben, wo du dir gedacht hast, gut, dass ich da jetzt nicht hin muss, gut, dass ich nicht raus muss. Hat es was gegeben, was, wie soll ich sagen, auf eine gewisse Art und Weise auch positiv war, wo du gesagt hast, eigentlich schön, dass ich zu Hause bleiben kann? Ja, also es gibt doch, es hat damals in den letzten 2 Schuljahren hat es doch auf jeden Fall einige Unterrichtsfächer gegeben, wo ich dann auch froh war, dass sie nicht stattgefunden haben. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser betroffene Lehrer zuschaut, deshalb will ich jetzt keinen Namen nennen. Obwohl, jetzt bin ich eh nicht mehr in der Schule, also Italienisch, ja, friedenreich bitte, da bin ich schon froh, dass das nicht mehr gewesen ist. Das Schöne, wenn du nicht mehr in der Schule bist, ist, du kannst einfach liebe Grüße sagen und es ist in Ja, Ordnung. Das ist es. liebe Grüße, Andrea Bartsche. War schön, bin froh, dass es nicht mehr machen muss. Also da war auch was, ein bisschen was Positives in gewissem Ja, auf Sinne. jeden Fall. Diese Missgunst, diesen Wiener Garn, den man da ausleben kann. Valentina, was war für dich am Lockdown am schlimmsten? Ich liebe es, draußen zu sein und Freunde treffen. Und das war halt schwierig für mich, weil ich musste die ganze Zeit zu Hause bleiben. Und ich weiß, es waren auch 8 Tage, wo ich gar nicht draußen gegangen bin. Und eigentlich ist das schlecht, aber ich fand es sicherer so damals. Und ja, aber ich bin immer wieder gerne einkaufen gegangen. Sprecht ihr in der Familie drüber, wie es euch geht? Oder ist es da mehr so Zähne zusammenbeißen und durchhalten und nicht drüber reden? Wie ist das bei dir, Valentina? Wir reden schon zusammen. So. Ja. Und wir versuchen uns halt gegenseitig zu helfen, wenn es geht. Ja. Jesse, wie ist das bei dir? Sprecht ihr drüber oder ist das eher so besser schweigen und durchbeißen? Also bei meiner Familie ist es so, bei jeder Gelegenheit wird darüber gesprochen. Auch weil es Familienmitglieder auch betroffen hat, die positiv waren, zum Beispiel mein Bruder. Und dadurch ist es halt wirklich schon so ein riesiger Teil, also von allen unseren Leben geworden, jetzt nicht nur von meiner Familie. Und wir reden auf jeden Fall darüber und ja, also sehr, sehr viel. Und es ist manchmal sogar schon ein bisschen nervig. Aber Okay. das ist natürlich jetzt ein Teil von uns allen. Marcel, wie ist es bei dir? Sprecht ihr darüber, wie es euch geht, oder redet ihr im Prinzip nur über Corona und dass es nervig ist, oder sagt ihr auch, wie ihr euch damit fühlt? Nein, also wir reden sicher auch darüber, wie es uns damit geht, aber im größten Teil und überwiegt bei uns einfach schon diese Gelehrsamkeit in der Familie. Nicht übereinander, sondern darüber, dass es nicht aufhört. Aber ja, ich glaube, da muss man einfach durch. Das
Ich bin da ziemlich pragmatisch, glaube ich, mittlerweile. Das ist gar nicht so schlimm wie gedacht. Man arrangiert sich damit. Ich glaube, es ist Zeit für den zweiten Text, wenn ihr einverstanden seid. Valentina, magst du den zweiten Text lesen? Ja, gerne. Bitte. Also mein Text ist auf Seite 237. Marvel-Filme-Marathons bis um 3 Uhr in der Nacht. Ich fühle mich so, wie wenn ich in einem Gefängnis gefangen wäre. Außerdem habe ich das Gefühl, dass meine Wohnung jeden Tag kleiner wird und dass ich schon alles Mögliche zu Hause gemacht habe. In diesen schwierigen Zeiten fehlt mir die Freiheit. Es fehlen mir alle Momente, die ich draußen ohne eine Schutzmaske verbracht habe. Ich vermisse meine Freunde, meine Verwandte und mein Zuhause, Italien. Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, was jetzt dort passiert. Ich habe Angst, dass diese Situation nicht bald vorbei sein wird und dass durch die Öffnung der Türen, der Arbeitsplätze und der Geschäften eine zweite Welle von Infektionen kommen wird. Ich fürchte auch, dass ich noch lange meine Verwandten nicht sehen kann, denen es nicht so gut geht. Ich lerne jeden Tag am PC und das fällt mir sehr schwer. Da kann man mich noch hören? Ja. Okay, es tut mir leid. Ich lerne jeden Tag am PC und das fällt mir sehr schwer, da ich ein Mensch bin, der die Technologie hasst und normalerweise sehr wenig Zeit damit verbringt. Es gelingt mir schwer, mich zu konzentrieren, da es zu Hause viel mehr Sachen gibt, die mich ablenken. Manchmal schlafe ich 15 Stunden, manchmal nur 6. Es hängt davon ab, wann ich schlafen gehe, aber derzeit schlafe ich wirklich wenig, da ich Marvel-Filme-Marathons bis um 3 Uhr in der Nacht mache. Das stört mich nicht, da ich es gerne mache und die Filme einfach fantastisch sind. Im Sommer will ich nach Italien fahren und ich möchte meine Oma und meine Freunde aus der Volksschule besuchen. Ich will aber auch an andere großartige Orte fahren, die ich noch nicht gesehen habe. Eigentlich ist es mir egal, was ich dort machen werde, solange ich in Italien bin. Ich hoffe, alles wird bald wieder gut. Danke sehr. Danke. Ihr dürft jetzt wieder applaudieren zu Hause. Ich finde, das ist tatsächlich okay. Auch von meiner Seite. Danke sehr. Ich muss jetzt aus Marketingzwecken fragen, habt ihr mehr gelesen während dem Lockdown? Wie ist es bei dir, Ernst? Hast du mehr gelesen? Ich habe definitiv mehr gelesen bis zu dem Punkt, wo dann diese 114 Manuskripte gekommen sind. Dann habe ich nur mehr das gelesen, was wir da produziert haben. Und zu deiner, ganz am Anfang hast du gefragt, die Auswahl. Ein Prinzip bei unseren Büchern ist, dass es keine Auswahl gibt. Jeder Mensch hat eine Geschichte und jeder Mensch kann diese Geschichte erzählen. Er braucht nur eine Gelegenheit dafür, wo er sie erzählen kann oder wo er sie hinschreibt. Und dann geht es darum, diese Geschichte gleichberechtigt neben anderen Geschichten stehen zu lassen. Und nach diesem Prinzip kommen alle Geschichten, die wir bekommen, nach Möglichkeit auch in ein Buch rein. Die einzige Frage ist immer nur, ob wir es rechtzeitig finanzieren können, dass es fertig wird, aber wir wählen nicht aus nach guten oder schlechten oder sonst irgendwelchen komischen Kriterien. Jede Geschichte ist für uns gleich viel wert und in dem Fall muss man noch dazu sagen, dass noch 3 andere Geschichten drin sind, die nicht von Jugendlichen sind, sondern von Lehrerinnen geschrieben wurden. Und das ist ein Anfang. Und ich sage das jetzt da nochmal, weil vielleicht ein paar Lehrerinnen ja auch zuhören. Das ist ein Anfang gewesen und wir freuen uns immer noch drüber, wenn wir irgendwann mal fertig kriegen, das Buch mit nur Texten von Lehrerinnen. An dem arbeiten wir schon einige Jahre und da gibt es immer wieder Pausen dazwischen. Ich habe das angeregt in meinem Vorwort, in der Einleitung, dass jeder Lehrer, jeder Mensch, der in der Schule arbeitet, herzlich eingeladen ist, mitzuschreiben an diesen Büchern. Vielleicht gelingt das ja jetzt im zweiten Lockdown. Das ist ein schönes Projekt. Vielen Dank. Und dazu auch nochmal, also ich finde, das ist genau das, was dieses Buch so sympathisch und großartig macht, eben, dass man unfassbar viele verschiedene Stimmen lesen kann und miterleben kann in diesem Buch, die einfach direkt nebeneinander stehen. Es ist, als würde man in einer Menschenmenge stehen und jeder erzählt seine Geschichte. Es ist wunderschön, es ist ein herrliches Gefühl. Hast du mehr gelesen, Marcel, während dem Lockdown? Ja, also da, ich glaube, ich lese sowieso ziemlich viel, auch wenn es die Zeitung meistens nur ist.
Ich habe dann schon noch vor dem Lockdown einige Bücher gelesen, nur mit dem Lockdown habe ich dann nachher mit Bandbiografien angefangen, da ich ein großer Fan generell von Rockmusik bin und danach habe ich den ganzen großen Gruppen und auch angefangen, die Biografien zu lesen und auch meistens autobiografische Bücher. Und da bin ich danach eigentlich ziemlich reingekippt in das Genre, sage ich mal. Da gibt es ein paar spannende, allerdings, da ist jetzt gerade eine neue Hendrix-Biografie rausgekommen und auch eine von John Lennon. Eine mir schöne. Gefällt die von NOFX und gefällt so stark. Wie war es bei dir, Jessie? Hast du mehr gelesen? Ich bin ehrlich, ich hatte meine Nase eher in den Schulbüchern und hatte gar keine Zeit, jetzt wirklich ein Buch anzufangen. Ja, ich war eher darauf konzentriert. Kein Wunder. War ja einiges zu tun. Was macht ihr, wenn ihr euch einsam gefühlt habt? Was habt ihr gemacht, wenn ihr gedacht habt, also wenn man, es gibt so Momente, wo man da sitzt und kennt jeder von uns, wo man da sitzt und sich denkt, jetzt fühlt sich so an, als würde ich gleich umkippen. Jetzt ist gerade der Moment, wo ich denke, so, jetzt wird es gerade finster. Was macht ihr, wenn ihr in so einem Moment steht? Was habt ihr gemacht in der Lockdown-Zeit, wenn gerade gar nichts mehr gegangen ist? Wie war das bei dir, Marcel? Ja, also wie gesagt, ich wohne Gott sei Dank am Stadtrand. Da kann man dann nachher rausgehen, das ist ein Pferd nicht weit weg. Und wenn dann nachher schon die Abenddämmerung über Wien hereinbricht und die Lichter dann nachher über die Stadt leuchten, ist eigentlich ein wunderschönes Gefühl. Und da kommen danach auch die eigenen Probleme viel kleiner vor, wenn einem die ganze Stadt doch viel kleiner vorkommt und man alles im Überblick hat. Valentina? Ich habe sehr viel Musik gehört. Ja, ich habe eigentlich nur das gemacht. Und hat sonst Momente oder hat sonst Möglichkeiten gegeben, wo du sagst, beziehungsweise habt ihr über die Schule oder über die Familie irgendwie Hilfe bekommen oder eine Möglichkeit bekommen, einen Kanal, wo man sagt, okay, da kann ich mich jetzt hinmelden, wenn mir alles zu viel wird? Hat es da so eine Art offiziellen Kanal gegeben oder sowas? Ja, also unser Klassenvorstand hat uns gesagt, dass wir sie die ganze Zeit anrufen können, wenn wir einfach nur reden wollen. Und so. Ja. Jessie, was machst du, wenn dir die Decke auf den Kopf fällt und wenn es zu viel wird alles? Es ist eine 50-50-Sache zwischen Decke über den Kopf und weinen. Und dann gab es auch noch so Momente, wo ich mir gedacht habe, so nein, das willst du jetzt nicht. Und dann habe ich meistens mein Handy geschnappt und FaceTime mit, also Hausparty damals, mit vielen Freunden. Und dann haben wir uns ein Online-Game runtergeladen, wo man sich verbinden konnte. Und das hat sehr geholfen. Also es hat sehr, sehr viel Zeit vertrieben und es war unfassbar lustig. Also das heißt, einfach eine andere Form des Zusammenkommens sozusagen und das lenkt einen dann ab. Voll. Sehr gut. Wunderbar. Wie war das beim Homeschooling? Wie war die Situation da im ersten Lockdown? Hat sich jetzt was geändert? Ist es jetzt organisierter geworden oder ist es jetzt genauso chaotisch? Wie ist es da, Jessie? Also damals war es so, ich kannte halt, also wir kannten natürlich die Lehrer schon, weil wir schon eine gewisse Zeit lang in der Schule waren. Und da war ich ehrlich gesagt sogar organisierter als jetzt, weil jetzt natürlich, ich bin zwar noch immer in derselben Schule, aber ich habe neue Lehrer bekommen, neue Fächer. Und es ist alles so zu viel auf einmal gewesen. Ich komme langsam schon wieder rein, aber ich bin jetzt auf jeden Fall unorganisierter und das muss ich auf jeden Fall noch ändern. Und ja, das war im ersten Lockdown sogar ein bisschen besser als jetzt. Mhm. Valentina, wie siehst du das? War's im ersten Lockdown besser? Ist es jetzt besser? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das müsste die Schule ändern? Das müsste die Schule besser machen oder umdrehen? Also ich finde es jetzt viel organisierter als beim ersten Lockdown, weil da war alles so neu für uns an und wir wussten nicht so wirklich, wie wir damit umgehen sollen. Und wir haben damals auch sehr viele Aufgaben bekommen. Und ich finde wirklich, dass es jetzt viel organisierter ist und
wir kennen halt uns schon aus. Ja. Gibt es irgendwas, was die Schule anders machen sollte, wo du denkst, dass das muss besser gemacht werden oder das fehlt oder Mir fällt gerade eigentlich nichts ein. okay. Marcel, du bist jetzt sozusagen, also du hast eh gesagt, du fängst jetzt bald zu arbeiten an. Wie ist das so für dich? Also jetzt, das ist so eine große Schwelle. Ich erinnere mich noch, bei mir, ich war furchtbar nervös und dann war es eigentlich eh total super. Hast du die Leute schon kennengelernt? Wie ist das da so, der Übertritt? Ja, also ich habe jetzt heute, wie schon gesagt, das Bewerbungsgespräch gehabt und das werden auch gleichzeitig meine Kollegen sein. Und so, was ich mitbekommen habe, sind das super nette Leute. Also glaube ich nicht, dass der Einstieg dort schwer wird, nur ich glaube, dass der Druck ein ganz anderer sein wird, weil wenn man in einem Schulfach irgendwie versagt, dann kann man wiederholen, dann kann man das ja noch einmal machen, bis die Leistung passt. Und sagt, das sollte danach wieder nachholen, nur wenn man arbeiten geht und dort ein Blödsinn braucht, dann könnte das vielleicht gefährlich fürs Unternehmen sein. Und danach hat man vielleicht dann einfach den Job nicht verlangt. Also ich glaube, dieser Leistungsdruck wird noch einmal um einiges höher. Ja, möglicherweise, aber also ich glaube, das Einzige, was man da sagen kann, ist, Chefs sind auch nur Menschen. Das Beste ist, man redet mit ihnen einfach geradeaus. Aber man lernt die Leute eh kennen. Ja, Ja, das ist. sowieso. Das ist. Also ich wie schon gesagt, ich glaube, dass das jetzt so von der Umstellung nicht so groß wird, nur dass der Leistungsdruck mehr wird. Aber dieses Mindset, ich gehe jetzt arbeiten, ich bin für mich selbst verantwortlich, das habe ich, glaube ich, schon halbwegs gut im Tuss. Jesse, was ist, wenn morgen die Pandemie verschwindet, wenn morgen das alles weg ist, so, was ist das Erste oder was würdest du am liebsten tun als Erstes? Meinen Großeltern fahren und sie ganz fest umarmen. Valentine, wie ist es bei dir? Dasselbe, ja. Ich sehe meine Großeltern seit einem Jahr fast nicht mehr. Und ja. Skype dir? Skypen deine Großeltern? Nein. Meine Oma hat jetzt WhatsApp. Das ist großartig. Das musst du ihnen mal beibringen. Also es macht sehr viel Ja. Spaß. Ja. Wie ist es bei dir, Marcel? Ja, ich glaube, ich nehme das mal frei. Ich vermisse schon. Es ist viel weniger geworden. Ach, das fehlt doch. Ernst, was ist das Erste, was du tun würdest, wenn das heute so, also morgen so, zack, vorbei wäre? Wieder eine richtige Buchpräsentation mit Menschen und nachher einem Glas Wein machen zum Beispiel. Also einfach wieder Kontakt mit Menschen haben, der sich wie Kontakt anfühlt. Freunde umarmen können, jemanden die Hand geben können, ohne Mundschutz ins Geschäft gehen können, einfach wieder leben, so dass man das Gefühl hat, man spürt sich. Und was ist das, was würdest du am liebsten tun am Morgen, wenn das einfach so weitergeht? Was ist das, was würdest du am liebsten tun, wenn du morgen aufwachst und es geht ganz normal so weiter wie bisher? Morgen, wenn ich aufwache und es geht ganz normal so weiter, dann gehe ich wahrscheinlich eine Runde laufen im Prater oder so irgendwas. Ne? Das wäre aber auch nicht anders, wenn es aufgehört hätte oder nicht aufhört. Ich versuche halt einfach dann mein Leben unter diesen Umständen weiterzuführen, so wie es jeder andere Mensch auch versucht. Und das ist was man auch in diesem Buch so schön sieht. Leben sind nun mal ganz unterschiedlich und diese Bedingungen, unter denen man in diesem Lockdown lebt, die sind auch so unterschiedlich. Ganz am Anfang hat es ja immer geheißen, Covid ist ein großer Gleichmacher. Na, papperlapapp, das Gegenteil ist wahr. Es macht einfach einen Unterschied, ob man in einer 40 Quadratmeter Wohnung zu dritt oder zu viert sitzt oder ob man in einer 150 Quadratmeter Wohnung sitzt. Lockdown ist nicht gleich Lockdown und da muss ich sagen, habe ich natürlich ein bisschen Glück. Ich habe ein Büro, ich habe eine Wohnung mit Familie, ich muss nicht immer zu Hause sitzen. Das muss nicht so sein. Und das ist in diesem Buch schön dokumentiert, dass das auch sehr, sehr schwierig sein kann, weil es eng wird.
noch mehr ist in diesem Buch schön dokumentiert, nämlich auch deine Geschichte, Jesse. Wenn du magst, jetzt zum Abschluss, lies uns bitte deine Geschichte vor. Ja, also ich bin jetzt auf der Seite 243 und beginne jetzt einfach mit meinem Text. Farbkleckse. Ich möchte mich nicht wie die meisten darüber auskotzen, wie sehr mich die derzeitige Lage belastet, wie viel ich doch lernen muss oder wie unwohl ich mich mit den Maßnahmen fühle. Ich möchte viel mehr darüber sprechen, wie ich persönlich die derzeitige Situation nutze, um ein klein wenig Farbe in die derzeit schwarz-weiße Welt zu bringen. Ihr müsst wissen, ich bin eine Denkerin. Ja, ich denke wahnsinnig viel nach und hinterfrage alles. Manchmal verirre ich mich in meinen eigenen Gedanken oder bleibe gar stecken. Es sind viele verschiedene Dinge, die in meinen Gedanken umherschwirren. Doch ein Thema, das mich immer wieder anholt, sind wir. Wir? Ja, wir. Wir alle, wir Menschen. Sind wir nicht alle ein bisschen zu egoistisch geworden? Ich meine, man kann es uns nicht verübeln, oder? Ich möchte, dass du, ja, du persönlich, dich einmal fragst, bin ich der Mensch, der ich sein möchte? Bin ich der Mensch, den ich mögen würde, würde ich jemandem wie mir begegnen? Damit meine ich deine Persönlichkeit, deinen Umgang mit Menschen. Ich habe für mich selbst festgestellt, dass ich nicht weiterhin mit einem gesenkten Kopf und leeren Augen durch die Straßen spazieren möchte. Ich möchte nicht egoistisch sein. Ich habe mich dazu bewegt, ein besserer Mensch für euch zu sein, für mich zu sein. Ich habe begonnen, euch mit anderen Augen zu sehen. Ich habe begonnen, euch gute, farbvolle Dinge zu geben. Farbkleckse, die ich in euer schwarz-weißes Bild hineintropfe. Mit der Hoffnung, dass ihr beginnt, damit ein prächtiges Bild zu malen und eure Farben genauso weiterzugeben, wie ich es tue. Lasst mich sprechen. Wenn ihr eure Augen, Ohren und Herzen für andere Menschen öffnet, werdet ihr merken, dass manche Menschen Schwierigkeiten haben. Ja, ganz egal, was für Schwierigkeiten. Ihr werdet vielleicht feststellen, dass ihr diese Schwierigkeiten aus der Welt schaffen könntet. Zögert nicht. Seid nicht egoistisch. Denkt nicht, ach, das ist doch nur zusätzliche Arbeit. Nein. Wenn ihr anderen Menschen helft, anderen Menschen Farbe gebt, dann tut ihr damit nicht nur etwas für sie, sondern auch für euch selbst. Ihr werdet sehen, wie viel schöner die Welt ist, wenn man sie in Farbe sieht. Mit erhobenem Kopf und Liebe im Herzen. Und wenn die Menschlichkeit langsam wieder durch die Adern der Menschen fließt, jeder der anderen mit positiven, farbvollen Dingen ansteckt und statt einem grausamen Virus, ja dann können wir sagen, wir haben es geschafft. Lasst es uns schaffen, gemeinsam. Danke. Das ist ein schöner Satz, mit dem man diese Lesung abschließen kann, mit erhobenem Kopf und Liebe im Herzen. Vielen lieben Dank. Ich möchte noch ganz kurz sagen, diese Veranstaltung ist erstmal durch euch möglich. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt. Ich finde das ganz, ganz wunderbar. Ich finde das ganz großartig. Ich freue mich sehr, dass wir das schaffen. Auch wenn es ein bisschen anders ist, als es sein sollte, aber so ist es perfekt. Danke sehr. Diese Veranstaltung ist außerdem möglich durch die Unterstützung der Bezirksvorstehung Donaustadt, der MA7 Kulturabteilung der Stadt Wien, in Zusammenarbeit mit der VHS Donaustadt und Aspern der Seestadt Wiens. Vielen Dank auch All Access IT und dem Dennis für die Unterstützung. Ich möchte euch bitten, dass ihr noch ganz kurz online bleibt. Ich glaube, wir lassen jetzt mal ganz kurz Zeit für Applaus aus dem Publikum. Ihr könnt euch das jetzt schön rauschen vorstellen, sodass euch die Ohren schlackern. Ich finde, das habt ihr euch verdient. Danke, dass ihr dabei wart im Publikum. Die nächsten Online-Veranstaltungen werden fast so hochkarätig wie heute. Am Montag ist um 19:15 Uhr der internationale Krimi-Superstar Arne Dahl zu Gast über den Stream. Der plaudert über seine Arbeit, über seinen Thriller 4x4. Und am Mittwoch um 19:15 Uhr schalten wir Joachim B. Schmidt aus Island zu. Der hat seinen großartigen, spannenden Kriminalroman Kallmann geschrieben und den präsentiert er hier. Wir machen weiter mit unseren Online-Präsentationen. Ihr bekommt dieses Buch hier in jeder Buchhandlung. Ihr müsst nur hingehen und sagen, ich will Lockdown aus der Edition Import-Export herausgegeben von Ernst Schmiederer. Kriegt ihr überall, ist wunderbar zu lesen, sollte jeder haben, könnt ihr verschenken. Es kommt Weihnachten, es kommt Ostern, es kommt wieder Weihnachten. Man kann das immer verschenken, auch zwischendrin, wenn man Leuten etwas Gutes tun will. Und man kann es, wenn ich mich kurz einmischen darf, wenn man nicht in eine Buchhandlung kommen sollte, auch direkt bei uns im Webshop kaufen. Books.import und export.at. Books.import und export.at. Auf jeden Fall kann man das. Sehr gut.
Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wir bringen euch das Buch auch innerhalb der Donaustadt, sogar mit dem Fahrrad. Bleibt daheim, bleibt gesund, passt auf euch auf und lasst euch belesen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Und ihr bleibt bitte noch kurz drinnen. Wir plauschen noch kurz. So. So.